Übrigens wurde dieser Hexenstab auf dem Boden der Studierstube gefunden. Und zwar direkt neben dem Opfer. Hm. Hier sind lauter Haare gerade in der Luft. Wenn ihr bitte auf diesen Übersichtsplan schaut. Genau hier. Genau an dieser Stelle, an der ein von der Angeklagten fallen gelassener Stab liegen bleiben würde, lag er. Genau, warum sollte er dort liegen bleiben? Inquisitor Flamberg, ihr gebt nichts als haltlose Anschuldigungen ohne jeglichen Beweis von euch. Oha, wie sehr seid ihr heute reizbar, Herr Blaurock. Liegt das am Prozess gegen eure Freundin? Rückt euch bitte. Sie ist nicht meine Freundin. Sie ist nur meine... Einspruch! was ist denn eigentlich die weibliche Form von Lustknabe? Lustknäbin, ganz eindeutig. Lustknäbel. Oh Mann. Wie dem auch sei, das Gericht akzeptiert den Stab als Beweis. Ja, aber was ist das andere? Welches andere? Na, der andere Zauberspruch. Der andere Zauberspruch. Ja. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Ja. In der nächsten Folge. Hoffe ich. Nein, Vielen Dank, hohes Gericht. Thalea Magica zur Gerichtsakte hinzugefügt. Das habe ich jetzt gehört. Der Zauber Goldor wurde im Liber Magi markiert. Verwandelt das Zielobjekt des Zauberers in massives Gold. Der Spruch verwandelt das nächstgelegene Zielobjekt in Reichweite. Ja, warum gibt es dann diese komische Ziege, wenn... Ja. Dann müsste ja Maya die Ziege auch schon mal verwandelt haben. Oder jemand anders. Inquisitor Flamberg, darf ich euch eine Frage stellen? Nö. Moment. No. Okay, du was darfst. Was begehrt ihr nun schon wieder, werter Herr Blaurock? Euer Schwert. Ihr wisst ja, dass einer der Kristalle für den Zauber Goldor steht. Aber was ist mit dem anderen Kristall? Welch naive Frage. Hä? Naivität mag eine Tugend für einen Bäcker sein, dessen Gesellschaft frische Brote sind. Aber im Gericht ist dafür kein Platz. Für frische Brote? Nein, wir nehmen nur vertrocknete, harte Brote. Die schimmeln. Würde ein Ritter seine scharfe Klinge der ausgestreckten Hand des Feindes reichen? Das ist also seine Art, mir zu zeigen, wer der Chef im Gericht ist. Der Chefkoch. Der kein Brot benutzt. Oh, Phoenix, ich werde im Liber Magi nach Informationen über den zweiten Kristall suchen. Vielen Dank, Sophie. Gute Idee. Überlass das nur mir. Sie scheint recht glücklich zu sein, dass sie uns helfen kann. Möge der Verteidiger nun die Zeugen anhören. Mhm. Kreuzverhör. Angreifen? Oder bringt das... Also grundsätzlich würde ich erstmal alles angreifen, tatsächlich, aber vor allem finde ich das zweite interessant mit dem Schwert, mit dem Messer. Ja. Was soll das eigentlich alles? Wo liegt euer Problemchen, mein kleiner Blauknecht? Hey, hast du auch eine Waschmaschine von Blauknecht? Ich habe auch gerade dran gedacht. Eure kitschy, farbenfrohe Kleidung. Ich meine, eure Kleidung war letztes Mal anders. Ein klitzekleines bisschen bescheidener. Der Vivian, den ihr einst kanntet, ist nicht mehr. Ich hab ihn getötet. Verbrennt ihn. Ich bin nun ein neuer Mann, wiedergeboren in die höchsten Stände der Gesellschaft. Schluck. Was trinkt der da? Das Totenschädel-Symbol sieht nach ziemlich ungesunder Ernährung aus. Genug mit dem Geschwätz. Der Zeuge hat doch einen... Schrei! Und einen... Zauberspruch! Und einen... Ah ne, gehört, richtig? Und ein was?
Ich habe immer und einen gesagt. Ach, und einen, und einen, und einen, und noch einen. Sehr richtig. Ah, Moment, kann ich die anderen auch angucken? Das interessiert mich. War das nicht so, dass dann. War das nicht so, dass dann aber unten irgendwie was. Ein Symbol war oder so? Weiß ich nicht, kann sein. Na gut, mal weiter. Also sehr richtig, es trug sich genauso zu, wie ihr sagtet, Inquisitor Flamberg. Es war der Zauberspruch Mulo! Und es war zweifellos die schreckliche Stimme der Angeklagten. Aber etwas wirkt befremdlich. Als ich die Angeklagte und das Opfer zum letzten Mal zusammensah, schien sie sich freundschaftlich verbunden zu sein. Geradezu. Ist ja auch egal. Die nächste Zeugin wird alle Zweifel aus dem Weg räumen, hohes Gericht. Ja, jetzt interessiert mich das auch mal mit dem Messer. Moment mal! Vielleicht ist der Grund ein Zwist unter Freunden, hä? Und wollt ihr damit sagen, sie hätten sich gestritten? Neulich sah ich euch alle in diesem Saal und ihr wart zweifellos alle gute Freunde. Also, das stimmt, aber was hat das jetzt mit... Achtung, hört nun alle gut zu, kein Gerede in den hinteren Reihen, das wird bald abgefragt. Der guckt die ganze Zeit wirklich nur so. Frau Schleifsteins Lektion Nummer 5. Freundschaft bedeutet nichts als Ärger. Wenn niemand mehr Freundschaften schließen würde, gäbe es auch keine unschönen Trennungen mehr. Wow. Die Kinder in ihren das Klassen werden mit Sicherheit alle Psychopathen. Oje, oje, Mini. Was ich in diesem Raum sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Und gerinnen auch. Dann wäre sie jetzt tot. Herr Zylinder hielt das glänzende Messer in einer extrem angsteinflößenden Pose. Hast du es gehört? Was habe ich gehört? Luke hat gesagt, niemals! Nee, habe ich nicht gehört. Gut, dass ich es gehört habe. Befragen wir ihn. Gut, dass du Sound hast, ja. Sekunde! Ist alles in Ordnung, Luke? Nein, nichts ist in Ordnung. Der Professor war ein echter Gentleman. Alter, der ist ja übelst drauf. Und kein Gentleman würde andere Leute mit einem Messer bedrohen. Jupp. Da bin ich ganz seiner Meinung. Oh. Ah, du Dummerchen. Ich sah das Messer in der Hand deines geschätzten Professors. Nennst du spundlich etwa eine Lügnerin? Boing. Mal sehen, vielleicht geht's irgendwann kaputt. Das macht doch so ein Geräusch. Oh. Der Professor würde so etwas niemals tun. Niemals. Ihr kennt ihn ja nicht mal. Immerhin hat Luke jetzt ein anderes Feindbild gefunden. Phoenix? Was gibt's? Ich glaube, in der Aussage von Frau Schleifstein ist eine wichtige Information versteckt. Wirklich? Oh, ich bitte um Entschuldigung. Es steht mir nicht zu, so etwas zu sagen. Mir ist nichts aufgefallen, was sie wohl meint. Was Sophie wohl sagen wollte? Frag sie doch einfach nochmal. Sie wollte sich zu, soll sich zu Wort melden, oder? Ja. Sophie, erzähle doch bitte allen Anwesenden, was du bemerkt hast. Oh, ist das in Ordnung? Ich möchte Frau Schleifstein nur etwas fragen. Das ist in Ordnung, stell ihr deine Frage. Entschuldigt meine Forschheit, Frau Schleifstein. Habt ihr etwas dagegen, dass ich euch eine Frage stelle?
Ja. Yep. Ugh. Oh, ihr seid es. Frau Sophie de Narrateur. Hey, in dem Wort der Narrateur steckt auch, oder in der Narrateur steckt auch Narr. Vielleicht ist sie einfach nur... Nein. Also, Frau Schleifstein, habt ihr wirklich das Messer gesehen, das Herr Layton in seiner Hand gehalten haben soll? Ich, ja. Oh ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch gut des glitzernden Messers entsinnen. Eine fürchterliche Erinnerung. Hm. Und das habt ihr von der Tür aus sehen können? Die Skizze mag nun sehr aufschlussreich sein. Sieh mal den Übersichtsplan. Ja, der Übersichtsplan, stimmt. Ich hätte das anders sagen sollen. So. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls hat Herr Layton doch in diese Richtung geschaut, nicht wahr? Gezwungenermaßen. Andernfalls hätte die Zeugin das Messer nicht sehen können. Hm. Hab Dank, mehr wollte ich nicht in Erfahrung bringen. Je mehr wir wissen, desto besser ist es, richtig? Die Richtung, in die der Professor sah, das könnte wichtig sein. Möge diese Information bitte der Gerichtsakte hinzugefügt werden. Information der Gerichtsakte hinzugefügt. Ja. Es tut mir leid, dass ich mich eingemischt habe, aber ich wollte wirklich helfen. Im Gegenteil, Sophie. Du wolltest gar nicht helfen. Nein, ich bin dir dankbar. So sind wir an einige Informationen gekommen, die wichtig sein könnten. Meinst du das wirklich? Wer ist dieser Wohlan? Das ist der zweite Gesellschafter bei der... bei der Median GmbH genau. Und Co. Hoppla, jetzt habe ich gerade einen Stecker gezogen. Warte. Möge Wohlan, der Zeuge... Nicht? Ja. Wohlan, möge der nächste Zeuge Wohlan in seiner Aussage fortfahren. Goldener Magie, wart ein, es war zu spät, hörte nur den Stab zu Boden prallen. Ja, es wäre möglich, aber wie machen wir weiter? Hm. Ging gar nicht. Wollen wir das jetzt mal angreifen oder was präsentieren? Hm. Angreifen erstmal. Greif das mal an. Besser ist. Moment mal. Luke, mach die Augen auf. Maya ist keine Hexe. Seit unserer Ankunft in der Stadt sind viele unglaubliche Dinge geschehen. Und aus diesem Grund... Deshalb glaube ich von nun an nur noch an das, was ich mit eigenen Augen sehen kann. Luke, Maya. Als ich in den Raum kam, waren dort nur der Professor und Fräulein Maya. Der Professor, der war schon in Gold verwandelt. Und Fräulein Maya hat den Stab fallen gelassen. Das ist nicht wahr! Was? Okay, die hören nur zu. Gut. Maya. Phoenix. Ich habe keinen Stab gehabt. Und wir waren nicht die Einzigen im Raum. Bam! Schweigt. Die Angeklagte hat nicht das Recht zu sprechen. Schweigt nun oder stellt euch der lodernden Strafe. Meine Haarfrisur. Ja, die ist eine Strafe. Wir könnten diesen Prozess gern sofort beenden. Ihr braucht euch bloß der Redseligkeit hinzugeben. Was? Entschuldigung. Das ist ja gemein. Hey, Luke, ist das... Hey, Luke, listen! Hey, listen! Ist das wirklich die Wahrheit? Hä? Hast du den Stab wirklich gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Oh. Als der Professor sich in Gold verwandelte und vor meinen Augen umfiel, da wurde mir ganz schwarz vor Augen. Wie soll der mit dieser Pose überhaupt einen Stab gehabt haben? Ja. Ein Messer gehalten haben? Ja. Und dann, ich könnte schwören, dass ich...
gehört habe, wie Fräulein Meier den Stab fallen gelassen hat.